Hallo und herzlich willkommen zu Yoga für Fußballer. Dafür braucht ihr keinen Fußball, sondern eine Yogamatte. Dieses Programm soll dich stärken, flexibler machen und auch schneller machen auf dem Fußballfeld. Dann lass uns anfangen mit Balasana. Wir kommen in den Vierfüßler. Und von dem Vierfüßler setzen wir uns zurück mit dem Po Richtung Ferse und sliden unsere Hände nach vorne, strecken unsere Arme aus und setzen unsere Stirn auf die Matte auf. Und dann fängst du mal an, durch die Nase einzuatmen und durch die Nase auszuatmen. Durch die Nase einatmen und durch die Nase ausatmen. Sehr schön. Durch die Nase einatmen und ausatmen. Beim Einatmen kommst du nach vorne, wieder in den Vierfüßler. Versuchst die Schultern über deinen Handgelenken zu lassen. Hände sind schulterbreit entfernt. Und die Knie sind auch schulterbreit entfernt. Hüfte über deinen Knien. Beim Einatmen hebst du deinen Kopf nach oben, beugst deinen Rücken. Und beim Ausatmen rundest du deine Wirbelsäule. Beim Einatmen schaust du nach oben. Beim Ausatmen ziehst du deinen Bauchnabel ein. Bei dieser Übung wärmen wir unsere Wirbelsäule auf. Und vergesse nie, deinen Atem einzusetzen. Noch einmal ausatmen. Sehr schön. Jetzt setz dich nochmal nach hinten in die Child's Pose in Balasana. Und atme tief ein. Und aus durch die Nase. Noch einmal tief einatmen. Und aus. Beim Einatmen kommst du jetzt wieder nach vorne. Und diesmal lässt du deine Ellbogen nah aneinander. Und du drehst deine Handflächen um, sodass die Handflächen zur Decke schauen. Und du musst deine Hände gar nicht so weit nach oben nehmen, sondern lass sie nur einige Zentimeter über deiner Matte. Und dann machst du kleine Bewegungen nach außen mit deinen Händen. Und dann wirst du schon sehr schnell merken, dass sich da was in deinen Schultern tut und in deinen Armen. Und dann versuch weit nach außen zu drücken und dann wieder nach innen, nach außen. Und nach innen sehr schön einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Noch drei hier. Noch ein letztes Mal. Und ausatmen. Komm wieder zurück. Setz dich wieder Richtung Ferse. Strecke deine Arme weit aus. Sinke einfach mal in deine Matte. Einatmen, komm in den Vierfüßler. Versuche deine Schultern über deinen Handgelenken zu lassen. Und dann setze deine Zehen auf und schiebe deine Hüfte nach oben. Und dann atme tief ein hier. Und tief aus. Sehr schön. Und dann beim Einatmen bringst du dein rechtes Bein nach oben und beugst dein Knie und öffnest mal zur rechten Seite, öffnest deine Hüfte, schaust nach rechts. Versuche mal hier deine linke Ferse Richtung Boden zu drücken. Beide Hände sind wirklich auf der Matte. Sehr schön, noch ein Atemzug hier. Und ausatmen, bringe dein rechtes Bein nach unten. Einatmen, linkes Bein kommt nach oben. Beuge dein linkes Bein und schau über die linke Seite. Versuche auch hier rechte Ferse auf der Matte zu lassen. Atme tief ein. Und tief aus durch die Nase.
Und ausatmen. Bringe dein linkes Bein nach unten. Wieder in den herabschauenden Hund. Und von hier bringst du deine Knie nach unten. Und setz dich zurück. Wieder Richtung Ferse und bringst deine Arme nach vorne. Streckst deine Arme aus und legst deine Stirn ab. Tiefe Ein- und Ausatemzüge. Beim Einatmen kommst du nach vorne. Diesmal bringen wir unsere Ellbogen zueinander. Du drehst deine Handfläche nach oben. Du musst deine Handfläche jetzt nicht so weit nach oben nehmen, sondern nur ein paar Zentimeter vom Boden entfernt und dann drückst du nach außen mit beiden Händen. Das machen wir jetzt für ein paar Atemzüge. Einatmen nach außen, ausatmen nach innen, einatmen nach außen, ausatmen nach innen. Dann wirst du es schon anfangen, in deinen Armen zu spüren. Sehr schön. Noch drei Atemzüge hier. Und dann setz dich wieder zurück in die Child Pose. Und von hier kommen wir nach vorne und kommen in die Planke. Bei der Planke versuchen wir auch hier wieder die Schultern über den Handgelenken zu lassen. Spanne deinen kompletten Körper an. Jetzt gehen wir halb runter. Beuge deine Ellbogen, lass deine Ellbogen nah an deinem Körper. Nur halb runter. Bleibe hier. Spanne deinen Körper an. Und beim Ausatmen kommst du komplett hoch in die volle Planke. Sehr schön. Bleibe hier. Spanne deine komplette Muskulatur an. Und beim Ausatmen gehst du ganz runter, legst deinen Bauch ab und jetzt bringst du deine Hände an die Seite deiner Matte und drückst dich nach hinten, öffnest deinen Brustkorb. Du rollst deine Schultern nach hinten und öffnest deinen Brustkorb. Du dehnst die vordere Seite deines Brustkorbes. Sehr schön. Und ausatmen, setze deine Hände wieder neben deinem Körper an, die Zehen auch und dann presse nach oben. Sehr schön und von hier zurück in den herabschauenden Hund. Beim Einatmen bringst du deine Unterarme auf die Matte und jetzt verzahnst du deine Hände vor dir. Du erstellst du ein Dreieck mit deinen Armen. Versuche jetzt deine Ferse Richtung Boden zu drücken und dein Brustkorb Richtung Beine. Dolphin. Diese Pose ist sehr gut, um deine Schultern zu öffnen. Atme tief ein durch die Nase und aus durch die Nase und drücke deine Unterarme in die Matte. Und ausatmen, bringe deine Knie nach unten, setz dich wieder zurück in Balasana und atme hier wieder tief ein und tief aus. Beim Einatmen kommst du wieder nach vorne in die Planke und dann gehen wir wieder halb runter beim Ausatmen. Bleibe hier, spanne deinen Körper an und dann drück dich wieder nach oben. Bleibe hier und dann komm wieder komplett runter. Setze wieder die Hände neben die Matte auf. Und dehne deine Vorderseite. Und leg dich wieder ab. Bringe deine Hände neben deinen Körper.
Setz deine Zehen auf und drück dich in die Planke. Und beim Ausatmen nach hinten. Beim Einatmen bring dein rechtes Bein nach oben. Und dann lasse dein rechtes Bein oben. Dreibeiniger Hund, wir gehen jetzt in die Planke nach vorne. Versuche deine Schultern über dein Handgelenk zu lassen und dann beuge deine Ellbogen, komm in die Planke, lass dein rechtes Bein oben. Und dann drück dich wieder nach oben. Einatmen, Planke. Ausatmen, beuge die Ellbogen. Und dann drück dich wieder nach oben, Planke. Und herab schon, und sehr schön. Einatmen, nach vorne. Und dann beuge die Ellbogen und drück dich wieder nach oben. Und herabschauen und sehr schön, löse dein rechtes Bein. Jetzt machen wir genau dasselbe mit der linken Seite. Einatmen, linkes Bein hoch. Und dann komm in die Planke, beuge die Ellbogen, spanne deinen Körper an. Und dann drück dich nach oben und zurück, herabschauen und einatmen, Planke. Ausatmen und drück dich wieder nach oben. Herabschauen und noch ein letztes Mal. Einatmen nach vorne und drück dich nach oben. Sehr schön. Löse dein linkes Bein und dann beuge deine Knie und setz dich zurück in Balasana, Child Pose. Beim Einatmen kommst du wieder in den Vierfüßler, setz deinen Zehen auf, herabschauen nun. Einatmen, rechtes Bein kommt nach oben und dann setz dein rechtes Bein außerhalb deiner rechten Hand auf und du lässt deine linke Hand auf dem Boden und dann kommst du auf die Außenkante deiner Füße und dann drehst du dich zur Seite auf, rechter Arm kommt nach oben. Linke Hand ist auf dem Boden. Du drückst deine Hüfte nach oben. Und dann wirst du einen Stretch, eine Dehnung in deinem Oberschenkel spüren. Versuche mal hochzuschauen zu deinem rechten Daumen. Sehr schön, vergiss nicht zu atmen. Und ausatmen, setz deine rechte Hand auf. Und dann komm wieder zurück in die Planke. Von hier Planke kannst du entweder in den herabschauenden Hund drücken oder gehst in eine Chaturanga nach unten und dann rollst du dich nach vorne, heraufschauender Hund und dann kommst du in den herabschauenden Hund. Selbe mit dem linken Bein. Beim Einatmen nimmst du dein linkes Bein nach oben und dann setzt du dein linkes Bein neben deine linke Hand. Du kommst auf die Außenkante von beiden Füßen. Du lässt die rechte Hand auf dem Boden und du bringst den linken Arm nach oben. Und dann drückst deine Hüfte nach oben und drehst deinen Brustkorb auf. Schaust hoch zu deinem linken Daumen. Sehr schön. Vergiss nicht zu atmen. Und ausatmen, linke Hand kommt auf die Matte, bring deinen linken Fuß zurück und von hier kannst du wieder in Chaturanga kommen, beuge deine Ellbogen, komm nach unten und dann heraufschauender Hund, streck deine Arme aus, versuche deine Knie von der Matte zu heben, ausatmen, heraufschauender Hund. Und jetzt machen wir ein paar Übungen, um die Bauchmuskulatur zu stärken. Beim Einatmen bringst du dein rechtes Bein nach oben. Beim Ausatmen versuchst du dein rechtes Knie an deine Stirn zu bringen. Und bringst dein Bein wieder nach oben. Einatmen, versuche deinen rechten Ellbogen zu berühren mit deinem rechten Knie. Und wieder hoch. Und jetzt versuchst du meinen linken Ellbogen zu berühren. Und wieder hoch.
Und release. Bring dein rechtes Bein nach unten. Einatmen, links Bein nach oben. Und versuche jetzt deine Stirn zu berühren mit deinem linken Knie. Und wieder hoch. Und jetzt zum linken Ellbogen. Und wieder zurück. Und jetzt rechte Ellbogen. Twist. Und zurück. Release. Sehr schön. Bleibe hier im herabschauenden Hund für ein paar Atemzüge. Und drücke die Fersen Richtung Boden und Brustkorb Richtung Oberschenkel. Und zieh die Schultern weg von den Ohren. Dein Nacken ist entspannt. Beim Ausatmen beugst du deine Knie und kommst an den Anfang der Matte. Beim Einatmen streckst du deine Wirbelsäule und beim Ausatmen beugst du dich nach vorne. Beim Einatmen beugst du deine Knie und bringst deine Hüfte nach unten, Arme nach oben, Utkatasana. In dieser Pose berühren sich deine Knie und deine Zehen. Du spannst deine Quads an, deine Oberschenkel. Jetzt bring mal deine Handflächen zueinander und dann dreh dich zur rechten Seite. Du schaust über deine rechte Schulter. Versuche deine Hüftknochen in einer Linie zu lassen. Dreh dich noch ein bisschen mehr. Ausatmen, komm wieder zur Mitte. Und dreh dich jetzt zur linken Seite. Rechter Oberarm gegen linkes Knie und versuche über die linke Schulter zu schauen. Presse beide Handflächen zueinander. Und ausatmen. Komm in Uttanasana. Jetzt verzahnst deine Hände hinter deinem Rücken. Und atme tief ein durch die Nase. Und tief aus durch die Nase. Und ausatmen. Beide Hände wieder auf die Matte und dann komme zurück in die Planke. Von hier Chaturanga, beuge deine Ellbogen. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Beim Einatmen bringst du deinen rechten Fuß zwischen deine Hände. Und dann kommst du nach oben in Warrior One, Kämpfer 1, Handflächen zueinander. Wenn du weite Schultern hast, dann wird das nicht möglich sein. Bringe deine Arme parallel zueinander, beuge dein rechtes Knie. Dein Knie sollte über deiner Ferse sein und dein linker Fuß ist flach auf der Matte und leicht nach innen gedreht. Beim Ausatmen kommst du in Warrior 2, Kämpfer 2. Komm ein bisschen weiter weg mit deinen Füßen. Deine Arme sind in einer Linie mit deinen Beinen. Handflächen zeigen zum Boden. Und du schaust zu deinem rechten Daumen. Versuche dein rechtes Knie noch ein bisschen mehr zu beugen, damit du ein bisschen mehr Dehnung hast. Und ausatmen, beide Hände auf die Matte. Komm zurück in die Planke und von der Planke beuge deine Ellbogen. Chaturanga, einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, linker Fuß kommt nach vorne. Kämpfer 1, beuge dein linkes Knie, Knie über der Ferse. Und rechter Fuß ist leicht nach innen gedreht. Rechter Fuß ist flach auf der Matte und versuchst nach oben zu schauen. Sehr schön, strecke dein rechtes Bein durch. Und ausatmen, öffne dich zu Kämpfer 2. Arme parallel zum Boden. Die Schultern sind in einer Linie mit den Armen. Sehr schön. Und der rechte Fuß ist auch flach auf der Matte.
Ausatmen, beide Hände auf der Matte und dann bringe deinen linken Fuß zurück und komme zu Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Beim Ausatmen beugst du deine Knie und kommst an den Anfang der Matte, entweder Step or Jump. Von hier aus bringst du deine linke Hand auf deine linke Hüfte, rechte Hand, rechter Zeh und dann komm zum Stand. Versuche dein Standbein gerade zu lassen und dein rechtes Bein willst du ausstrecken. Wenn das zu viel ist, kannst du es gerne angewinkelt lassen. Wenn das auch zu viel ist, nimm dein rechtes Bein Richtung Brustkorb mit beiden Händen. Und deine Wirbelsäule ist lang, strecke dich über die Wirbelsäule, fokussiere. Diese Übung ist gut, um deine Fußgelenke zu stärken, damit im Falle eines Sturzes deine Fußgelenke stark genug sind, um dich aufzufangen. Und ausatmen, release. Beim Einatmen nimmst du jetzt den linken Zeh, rechte Hand, rechte Hüfte. Und versuche jetzt mal dein linkes Bein durchzustrecken. Wenn das auch zu viel ist, beuge dein linkes Bein oder nimm es mit beiden Händen zu dir, zu deinem Brustkorb. Standbein ist stark. Versuche zu atmen. Und ausatmen, release. Beim Einatmen bringst du deine Arme wieder nach oben über den Kopf. Und ausatmen, beuge dich nach vorne. Kinn anziehen. Einatmen, verlängere dich über die Wirbelsäule. Ausatmen, komm in die Planke. Und dann drück dich zurück in den herabschauenden Hund. Ausatmen, beuge deine Knie. Und komm von hier zum Sitzen. Komme jetzt auf deinen Rücken. Bringe deine Füße Richtung Po. Füße sind hüftweit entfernt. Und dann verzahnst du deine Hände hinter deinem Rücken. Beim Einatmen Becken heben, Brustkorb heben. Oberschenkel sind parallel zueinander. Du kannst auch gerne deine Handflächen auf die Matte nehmen und deine Hüfte nach oben schieben. Und vergesse auch hier wieder nicht zu atmen. Und ausatmen, senke deine Hüfte und dann bringe deine Knie Richtung Brustkorb und rolle dich von Seite zu Seite. So, und von hier bringst du jetzt deine Beine auf die linke Seite, die Arme in T-Form, Schulterlinie. Und du drehst deinen Kopf jetzt nach rechts. Deine Beine sind auf der linken Seite. Versuche auch hier einen 90-Grad-Winkel mit deinen Beinen zu erstellen. Wenn das nicht genug für dich ist, kannst du auch in einen Igel kommen, deine Beine überkreuzen und so in die Dehnung kommen. Intensivere Dehnung ist das hier. Und dann entspanne wieder. Die Beine gehen jetzt auf die rechte Seite. Und wir drehen den Kopf nach links. Wenn das auch nicht genug für dich ist, dann wickel deine Beine umeinander und dreh die Beine nach rechts und den Körper nach links. Und ausatmen, löse diese Pose. Und beim Einatmen kommen wir wieder nach oben.
Und jetzt machen wir den Frosch, the frog. Dazu werden wir die Außenseite der Matte nach innen bringen, sodass wir unsere Knie darauf ablegen, sonst ist der Boden zu hart für die Knie. Und dann kommen wir hier in einen Split. Und wenn du tief genug bist, kannst du deine Unterarme ablegen. Und dann bleibe einfach mal hier für ein paar Atemzüge und genieße diesen Stretch. Und ausatmen, löse diese Übung. So, das war mein kurzes Yoga-Programm für Fußballer. Ich hoffe, es hat dir gefallen und hoffentlich hilft es dir, um eine bessere Performance auf dem Spielfeld abzuliefern. Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.